Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zum Interview heute mit der Künstlerin Caroline Ocon. Ich freue mich sehr, dass sie bei der Ausstellung dabei ist. Ich bin Künstlerin, fünf Frauen und ihre Wege zur Kunst. Und Caroline ist heute da für ein kleines Interview über ihren Weg zur Kunst. Hi. Hallo. Caroline, erzähl mal bitte, was für Kunst erschaffst du? Zeitgenössische, figurative Gemälde. Mhm. Hauptsächlich auf, mit Acryl auf Leim. Mhm. Gut. Wann hast du den Entschluss gefasst, dass die Kunst dein Weg ist, dass du Künstlerin bist? Eigentlich ziemlich spät, so mit 29, 30 erst. Also ich habe immer gemalt, schon mit 13, 14 in Öl und tatsächlich schon auch als Teenager verkauft. Für Ostmark, wenig Ostmark, aber das stieg so. Aber ich bin auch voll so in diesem Wendestrudel, erstmal gucken, was passiert hier und sich orientieren. Und habe erst durch eine extreme Ablenkung gemerkt, dass ich nichts anderes will als malen. Da war ich in so einer Medienausbildung für Film und Fernsehen und saß da eigentlich immer noch gelangweilt und dachte, nee, ich will malen, ich will malen, ich will malen. Okay. Und dann habe ich das umgesetzt. Dann hast du einfach angefangen zu malen und hast nicht mehr aufgehört. Nie wieder aufgehört. Schön. Und hast dann angefangen, Wege zu suchen, auch von deiner Kunst zu leben. Mhm. Ja, das war sehr schwer, klar. Erstmal Stück für Stück durch Ausstellung und nochmal eine Ausstellung. Aber das war auch spannend vor 20 Jahren in Leipzig, selbst mit der Presse, die ging da noch mit. Also ich habe heute das Gefühl, wir sind so übersättigt, ne? Durch auch Facebook, Instagram und überall von allen Seiten. Also wir sind so satt. Also ich weiß nicht, ob es anderen so geht, aber ich höre das auch öfter. Und selbst die Anfang 2000er, das war alles noch spannend. Also auch das Internet, das war... Wow, das Internet, da ging es nicht um Cookies und um Werbung, es ging tatsächlich um Informationen. Das war, und auch für die Presse war irgendwie alles noch spannend, wo ich das Gefühl habe, hat man schon 20 Mal, das war eben damals das erste Mal oder noch nicht so oft. Also es war. Also es gab mehr Möglichkeiten und es gab ein größeres Interesse an dem, was Künstler und Künstlerinnen machen. Habe ich so das Gefühl, ja. Also selbst war neulich wieder zum Spinnereirundgang, das war so leer, das war so traurig. Also wirklich traurig. Das ist unbeschreiblich, wenn wir noch an die Massen denken vor Jahren. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nur Corona geschuldet ist, keine Ahnung. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Weg als Künstlerin. Woran hast du denn gemerkt, dass das jetzt dein Ding ist, dass das dein Weg ist und du dabei bleiben möchtest? Ich bin früh aufgewacht und habe schon im Kopf begonnen zu malen. Und dann wollte ich regelrecht rennen ins Atelier. Also das ist unbeschreiblich, dieser Drang, dieses... Dann, also einfach, mein Fokus lag 100% auf der Kunst und da gab es gar nicht groß links und rechts. Ne? Die Ablenkung ist das Schlimmste für Künstler, fokussieren und ja, und das beginnt halt schon im Kopf. Und dann muss es raus. Genau. Du hast ja vorhin schon erzählt, du hattest eine Ausbildung gemacht. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was du davor gemacht oder gelernt hast? Ja, ursprünglich wollte ich Modedesign studieren. Ich bin heute froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich gehöre da gar nicht hin in diese Welt. Aber ich wollte halt zeichnen, sollte irgendwas mit Zeichnen zu tun haben. Und ich komme aus Apolda, das war eine Textilstadt. Da war wirklich jeder Dritte in der Textilbranche. Und dann habe ich erstmal angefangen in eine Maßschneiderlehre. Und dann kam die Wende und die Firma ging Konkurs und war ich auch nur auf der Suche. Dann habe ich es mal in allen Bundesländern kurz versucht und dann wieder zu Hause. Und die hat gesagt, Kind, du brauchst eine Ausbildung. Auch wenn sie immer hinter mir stand, was die Kunst betrifft. Und dann habe ich einen kaufmännischen Beruf gelernt. Mhm. Ja. Irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung, aber ja. Er nützt dir heute noch, hast du mal gesagt, bei Steuererklärung, Rechnung, Kalkulation, das kann ich alleine, genau, da bin ich auch unabhängig. Ja. Hast du aktuell einen
einen weiteren Job oder lebst du komplett von deiner Kunst? Also vor Corona 100% komplett. Ich habe jetzt auch keinen weiteren Job. Ich habe auch Corona-Hilfen gebraucht. Und ehrlich gesagt, ich habe überlegt, ich habe keinen Plan B. Ich habe einfach keinen Plan B. Es muss so gehen. Das ist dein Weg. Ja. Auch wenn ich andersweitige Erfahrungen gemacht habe, aber mir fällt nichts anderes ein. Okay. Da müssen wir jetzt durch. Ja, da musst du jetzt durch. Das Thema ist ja dein Weg zur Künstlerin. Ich bin Künstlerin. Siehst du für dich persönlich Vor- oder Nachteile darin, dass du eine Frau bist in der Kunstwelt? Es ist natürlich ein schweres Thema, gerade für Männer, die haben es jetzt immer so satt, weil wenn wir da irgendwas anprangern und beanstanden, und man macht sich auch schnell zum Opfer. Wenn ich jetzt sage, ich werde benachteiligt, weil ich eine Frau bin, mache ich mich zum Opfer und ich will keine Opfer sein. Es kann auch sein, also Männer haben so einen Zusammenhalt, Männer unterstützen Männer, und wenn wir Frauen das nicht genauso machen, sind wir selber schuld. Das sind schöne Worte. Deswegen machen wir jetzt auch diese Ausstellung. Ich finde das schon so ein kleiner Weg. Eine schöne Sache einfach, sich gegenseitig zu zeigen und zu unterstützen und zu bestärken. Ja. Diese Frage habe ich allen gestellt. Kannst du deine Kunst in 3 Worten beschreiben? Jeden Tag anders. Okay. Die Antwort ist auch jeden Tag anders, ja. Im Vorgespräch war es ein bisschen anderes, aber perfekt. Ich finde, das macht es perfekt klar. Und jetzt noch eine sehr spannende Frage, die ich immer sehr wichtig finde. Welche Botschaft ist dir am wichtigsten, die du mit deiner Kunst raus in die Welt zu den Menschen bringen möchtest? Ja, also aktuell bewegt mich das Thema Umwelt, also auch gerade im Hinblick auf die Jugend. Ja, also das ist deren Zukunft. Also wir hinterlassen denen eine zugemüllte Erde und sorgen, geht uns nichts an. Das ist schwer. Ich versuche schon auch in Bildern so einen Hinweis zu geben. Also nicht wirklich einen Fingerzeig, auch manchmal mit Humor, aber irgendwie das trotzdem anzusprechen oder ganz, ganz brutal auch mal. Ich habe ein Bild gemalt von einem Mädchen, das sitzt da mit einem Apfel in der Hand und hat eine Gasmaske auf dem Schoß und kaputte Sachen. Und das Bild heißt ganz simpel, der letzte Apfel. Bei dem wird es irgendwann gehen. Und das ist traurig. Das ist der Wahnsinn. Ja, eine sehr wichtige Botschaft. Und ich sehe auch in den Werken, die du jetzt für die Ausstellung ausgesucht hast, steckt überall auch eine politische Botschaft. Durchaus, ja. Da ist ja noch das Bild, ich sehe es jetzt hier, das sehe ich jetzt nicht. Ich kann es mal kurz holen, die alten Säcke. Das hast du jetzt extra für dich. Ja, extra für die Ausstellung. Ja. Für Malt, weil ich gesagt habe, das Thema ist Mut. Ja, also, ja, ich erkläre ungern meine Bilder, weil ich möchte. Nee, musst du jetzt auch nicht. Okay. Weißt du, mal. Das hast du jetzt extra für die Ausstellung auch erschaffen. Genau. Ich räume es wieder weg. Ich dich ja überrascht. So, ganz vielen Dank für das wunderschöne Interview. Ich danke. Und ich freue mich sehr, dass du hier bei mir ausstellst und für die Fragen zur Verfügung standest. Ciao.